So, das Feld kommt jetzt an die Startstelle und da ist der Start erfolgt zum fünften Rennen, dem ID.Kaffee-Cup-Preis des Derby-Meetings 2018. Das Feld galoppiert die Gegengrade entlang. Unter der Führung von American Dreamer geht es auf den ersten Sprung zu. Dann ist Rosenkönig dicht auf, ganz an der Außenseite Dibadu. So geht es gleich auf den nächsten Sprung zu American Dreamer vor Dibadu Rosenkönig. Das sind die ersten drei. Pulafuka ist dahinter dann außen dicht auf. Dann Coffee Prince mit Colonel. Dahinter Rapid Loop und Winifried. Der nächste Sprung wurde genommen. American Dreamer an der Spitze wird jetzt abgelöst von Dibadu. Dibadu geht nach vorne mit etwa zwei Längen vor American Dreamer, dann Pulafuka mit Coffee Prince und Rosenkönig, das ist die Dreiergruppe dahinter und dann Colonel mit Rapid Loop und Winifried am Ende des Feldes. Der nächste Sprung wurde genommen, das sah bei Pulafuka und Miguel Lopez sehr spektakulär aus. Dibadu vorne weg mit 2,5 Längen, dann American Dreamer, es geht jetzt das erste Mal in den Einlauf hinein, Dibadu im Vorteil vor American Dreamer, in den dicht auf Rosenkönig, in den hellen Farben, dann Pulafuka, gefolgt von Coffee Prince und Colonel, dahinter dann Winifred und Rapid Loop. Die Pferde haben den nächsten Sprung absolviert. Jetzt kommt der Mittelsprung, der zweite Sprung im Einlauf. Dibadu an der Spitze, keine Positionsveränderungen, dahinter dann ganz konzentriert American Dreamer. An der Außenseite Pulafuka, dann sieht man Rosenkönig mit Coffee Prince, Colonel und dahinter Winifred mit Rapid Loop. So geht es an den Tribünen vorbei mit einem deutlichen Vorteil von Dibadu aus dem Quartier von Sarah Weiss. Dahinter dann 6-7 Längen Luft bis zu American Dreamer. Dann sieht man Pulafuka mit Rosenkönig und Coffee Prince vor Winifred, Colonel und Rapid Loop am Ende des Feldes. Der nächste Bogen wird passiert. Dibadu hat unverändert das Geschehen im Griff, ist an der Spitze. Dibadu, der Vorsprung ist etwas kleiner geworden, weiter vorne vor American Dreamer und Pulafuka, dann Rosenkönig mit Coffee Prince vor Winifred Colonel und am Ende des Feldes sieht man Rapid Loop. In der Gegenseite schiebt sich das Feld jetzt etwas dichter zusammen. Dibadu bleibt an der Spitze, der nächste Sprung, dahinter dann American Dreamer mit Pulafuka gleich auf den Plätzen 2 und 3, dann sieht man Rosenkönig vor Coffee Prince, dann zwei Längen bis zu Colonel und Rapid Loop am Ende des Feldes. In der Gegenseite keine Positionsveränderungen. Dibadu weiter vorne, American Dreamer bleibt in der zweiten Position. Pulafuka, Rosenkönig dicht auf, auch Coffee Prince hat Anschluss. Dahinter dann drei Längen bis zu Winifried und dahinter sieht man dann Colonel mit Rapid Loop. Am Ende des Feldes ist jetzt Colonel der nächste Sprung. Colonel wird jetzt, ist dort ausgebrochen, ist stehen geblieben, wurde angehalten. Dibadu ist vorne. Dibadu, American Dreamer, Pulafuka, Coffee Prince und Rosenkönig. Und auch Winifried ist jetzt mit dabei. Die vorderen schließen dichter zusammen und auch Rapid Loop ist auf Tuchfühlung zur Vordergruppe. So geht es gleich in den Einlauf. Dibadu weiter vorne. Dibadu mit innen, Rosenkönig jetzt auf dem kürzesten Weg. Rosenkönig, American Dreamer. Dibadu fällt jetzt auf den vierten Rang zurück. Drittes Pferd ist Coffee Prince, macht einen ganz starken Eindruck. Die Pferde sind im Einlauf noch zwei Sprünge. Rosenkönig innen, vor Coffee Prince, dahinter American Dreamer, ganz außen Winifried. Der vorletzte Sprung wurde genommen. Rosenkönig vorne. Coffee Prince kann folgen. Rosenkönig jetzt auf den letzten 250, 300 Metern. Rosenkönig vorne, vor Coffee Prince. Der ist in Angriffslaune. Der letzte Sprung steht bevor. Rosenkönig und Coffee Prince dicht auf und gleich auf, aber an der Spitze Rosenkönig. Rosenkönig ist vorne. Rosenkönig, dahinter versucht es Coffee Prince noch einmal mit Paul Johnson, aber an der Spitze Rosenkönig mit Kevin Chan. Ja, das ist sein letzter Auftritt hier in der Bremer Fahr. Kevin Chan kommt hier noch einmal zu einem Erfolg über die Sprünge. Dahinter dann Coffee Prince auf dem zweiten Platz. American Dreamer bekommt das dritte Geld. Dann Winifred und dahinter Dibadu mit Rapid Loop und Pulafuka.